So, ich speichere nochmal. Laden, die Laden und noch die Steuerung. So. Laden und Speichern. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich dann wieder eine Aufnahme habe, wo irgendwas scheiße lief und ich nochmal von vorne anfangen muss. Ja, da hat er mich erwischt. Wobei ich die ja fast angenehmer finde in dem nächsten Level, in diesem Sumpf, was dann danach kommt. Da ist wieder einer, der ist ein bisschen... Die mag ich gar nicht. Aber das nächste Level ist eh komisch. Zack, den hat's erwischt. Und da hole ich mir eben das. Das ist auch so ein komisches Level. Ach, da habe ich doch wieder erwischt. Ist halt auch so seltsam. Da fragt man sich, ist das jetzt so ein... Ah, Mist. Eine große Kreatur, die hier einfach nur drinne ist, in diesem Berg. Oder sind das mehrere? Oder wie funktioniert das? Wie hat man sich das gedacht? Ich meine, bei anderen Spielen, wo es so eine Falle ist oder so, da versteht man es ja, aber hier sieht es ja nicht aus wie eine Falle. Ich überlege nur gerade, weil ich bin beim letzten Mal irgendwie runtergefallen oder irgendwas war. Da waren dann die Dinger wieder da. Ob die sich dann regenerieren? Ich muss mal eben an der Nase ein bisschen. So, ob die sich regenerieren? Okay, die Frage hat sich erledigt. Wäre natürlich cool, wenn das bei dem Wasser genauso ist, aber das sind ja Gegenstände, die so rumhängen und nicht hier im Prinzip wie... Der kommt ja zweimal. keine so Pflanzen oder so. Okay, der lässt immer nur ein bisschen Zeit zwischendurch. Der macht, glaube ich, zweimal. Genau. Ah ja, sehr gut. Was springt ihr mit einmal auch so weit? Nicht ihre Schuld, nicht meine. Ich glaube, ich auch das. Nee. Ach, Mist. Habe ich nicht aufgepasst jetzt. Der macht zweimal. So, ich überlege gerade. Den schießen wir einfach mal hier mit ab. Ach, Mist. Den auch. Die gab es nämlich, glaube ich, gar nicht viel mehr als außer die zwei Leute. Ah, und jetzt sind wir fast tot. Und das hier. Im Prinzip müsste ich jetzt ja eigentlich mal warten. Nein, jetzt... Ach. Das ist natürlich wieder Mist. Und so ging mir, ja, was heißt ging oder geht. Aber hier verliert man irgendwie ziemlich schnell Leben. Man kann nicht leveln und das Ganze erhöhen. Ich finde auch so wirklich viel machen die Waffen da nicht. Gut, klar, es liegt jetzt auch daran, dass ich kein Wasser verschwenden möchte, aber eigentlich müsste ich das machen und das Feuerschwert nehmen. Oder so. Und da frage ich mich, ist man jetzt einfach nur schlechter? Oder war man damals schlecht oder waren die Spiele einfach nur ein bisschen schwieriger? Als damals. Ach so, da kann ich eigentlich gleich mal den hier noch in die Hand nehmen. Ach, die gibt's auch noch. So, wir machen mal so und... nicht gut, nicht gut.
Ach nee. Drei. Das ging mit dem hier ziemlich gut. Ups. Ja, es ging vorbei. Schade. Da ist er nämlich schon tot. Und das Komische finde ich halt, wenn man so... Das... Ja, bei solchen Spielen halt hier... Wenn man so den Endboss hat... Oh, das kann ich ziemlich gleich löschen. Und dann wird er als normaler Gegner dann benutzt. Das finde ich komisch. Ich glaube, hier war eine Öffnung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich springe das halt auch einfach mal noch in die Luft. Man hätte es natürlich auch so machen können und dann den vielleicht irgendwie dahin locken oder so. Keine Ahnung. Hallo? So, den will sie nicht mehr. Nee. Ach, Mensch. Was macht sie denn? Ach, hier. Das war die Stelle. Also hochkommen ist kein Problem. Aber das Runterkommen, das war dann so die Sache. Die wollte einfach nicht loslassen. Und bei den heutigen Spielen, die Leute oder die Figuren, die lassen halt dann gerne mal überall los. Ja, sie lässt halt nicht los. Lass auch los. Jetzt. Einfach wild alle Tasten drücken. Das hilft meistens. Nee, der trifft mich ja trotzdem noch. Oh, der Cheater. Na komm, komm. Erstmal den hier wegmachen. Kann ich mich in Ruhe um den kümmern? Ich weiß nicht, was das ist. Ach, da sind seine Wurzeln oder so. Mist, da ist ja noch einer. Ich kann's vergessen. Oh, sie hat sich noch festgehalten. Nix da. Mit dem blöden Feuer. Ist schon wieder einer. So, der ist weg. Das ist leer. Sehr schön. Also eigentlich nicht schön. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und... Ah ja, doch, eine Heilung. Im Prinzip das Leben wieder auffüllen, was der Typ da uns genommen hat. Na, das war mir klar. Ich frage mich nur, ob die Combo jetzt mehr Schaden macht oder ob es dann halt einfach nur, weil es so hintereinander weg ist, ob das dann halt deswegen Schaden macht. Oder viel. Mann! Blöd Mann. Der geht nämlich nur los, wenn man da drauf ist und dann kriegt man das eigentlich gar nicht. Das ist voll die Verarsche. Da ist auch wieder einer. Aber nicht mit uns. Wir sind ja ein bisschen clever.
Ja, Mist, ich dachte nämlich, dass ich dich hier so ein bisschen reinlocken kann. Aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, sag ich doch. Klappt irgendwie nicht so. Aber er ist schon hinüber. Er müsste auch gleich ins Gras beißen. Ins hochauflösende Gras. Schade. Ah, der lässt eine kurze Pause. Ja, kein Problem. Der hier war auch easy, da kannst du nämlich ja einfach dran vorbeiklettern. Und schon geht das weiter. Ja, obwohl, nee. Die können zwar jetzt rumlaufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so viel besser ist. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier rüberspringe? Schaffe ich das? Jo, gerade so. Gibt's hier was? Ach, cool. Ah, damit rückt mir keiner auf die Pelle. Okay, was macht das? Was ist das? Jo. Müsste dann halt nur den Rücksprung schaffen. Vielleicht von hier aus. Hä, hey, warum schaffe ich das denn jetzt nicht mehr? Komisch bei solchen Spielen manchmal. Ah, damit rückt mir keiner auf die Pelle. Nö. Speicher mal hier. Kann man dann direkt immer gleich loslaufen, ohne um die Ecken zu müssen. Aber wir haben es ja diesmal geschafft. Heute wichtige Story Zwischensequenz. Das Witzige ist, man kann die... Ja, was macht sie denn? Man kann die Gegner da auch reinlocken. Wenn man es geschickt einstellt. Na, wo ist denn der Vogel? Da, da kommt er wieder. So. Ach, das war auch eine komische Sache. Die wollte nämlich auf einmal nicht weiter und dann wollte sie nicht springen und dann bin ich ein paar Mal gestorben. Wie das halt immer so ist. Und hier frage ich mich gerade, wie man dann wieder hochkommt. Oh, gespeichert haben wir. Wir probieren es mal. Das, das, das nicht. Ach, okay, ich sehe es. Klappt so nicht. So, eigentlich ein bisschen gemein. Aber so ist halt das Leben. Ja, eigentlich nicht, aber. Ach, er wieder. Warte mal, ich hab da mal. Da doch was. Den hier zum Beispiel. Aber den habe ich auch so versucht zu lösen beim letzten Mal. Würde ich eigentlich gerne wieder so machen. Ja. Genau, mit der Schleuder. Der entzieht mir Wasser, der Sack. Ey, warum ist denn der jetzt so schnell?
Aber wenn ich so weit weg bin... Oh, scheiße. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir da noch lebend rauskommen. Nee, kommen wir nicht. Schade. Der ist aber schnell jetzt irgendwie. Mann! Gibt's da nicht. Warum kriege ich den hier nicht reingelockt? Und dann der hier auch noch. Geh doch da mal rein. Es wird wieder ein spannender Kampf. Ja, jetzt. Schade. Das hat zumindest mal reagiert. Oh, ich kann mich dagegen wirklich wehren. Wie cool. Ich weiß auch gar nicht, warum er jetzt so schnell ist. Ha. Problem ist, der muss da zwei oder dreimal rein. Den ah, Mist. Ich dachte, wir hätten es jetzt, wenn er runterfällt. Oh, der Vogel, ey. Geh mal bitte nochmal hier rein. Mach das doch einfach mal. Für mich. Ah, ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich jetzt gespeichert habe. Na, ja, ganz klasse. Na jetzt. Ja. So. Und dann bitte da runter. Jo, tschüss. Der Bursche braucht das Ding bestimmt nicht mehr. Ne, ich glaube auch. Coole bei dem ist. Wenn man so einsaugt, dann macht man Schaden bei den Gegnern und lädt die Munition wieder auf. Allerdings müssen die anscheinend relativ nah dran sein, damit das klappt. Ja, schon wieder alle. Ja. Wollt mir her, du Depp. Hm, naja. Hier mit so einem riesen Sack rum. Noch was aufladen? Nö. Wir brauchen den hier. Ich weiß gar nicht, ob es auch mit der dem Raketenwerfer geht. So. Jetzt gut vorbereitet geht es wieder mal nach unten. Ist komisch, man läuft erst nach oben und dann nach unten. Genau. Hier, die Szene, die hatte ich nämlich bei American McGee's Alice erwartet oder drauf gewartet, aber die kam nicht. Und das lag nämlich daran, dass das gar nicht aus dem Spiel war, sondern aus dem Spiel hier. Mit dem Schild, der gleich kommt. Was ist los, mein Freund? Bin getreten in Ding, Fuß tut weh. Au. Lass mich mal sehen. Ja, da ist dir was eingetreten. Das ist bestimmt nicht angenehm. Soll ich es rausziehen? Oh ja, bitte, nette Dame, tut sehr weh. Schon passiert. Hey, das ist ja ein Schild. Den kann ich gut gebrauchen. Wer das Ding wohl hier liegen gelassen hat? Oh, danke, nette Dame. Schmerz schon weg. Wie heißt du? Julie, und du?
Ich bin Obadiah, wohne hier. Du, meine Freundin, du mir geholfen. Habe neue Freundin sehr lieb. Langsam, langsam. Wer wird denn gleich so stürmisch sein? Aber hör mal, du könntest mir einen Gefallen tun. Ich dir helfen, Julie. Ich muss hinüber in die Sümpfe. Könntest du mich dahin bringen? Klar, aber Sumpf sehr gefährlich für kleine Freundin. Mach dir um mich keine Sorgen. Okay, Julie, ich dich bringe hin.